Andreas Schmid. Ik ben 74 jaar. Ik ben pensionierte huisarts. Ik ben in Bern opgewachsen. En grootvader van 8 grootkinderen, van 3 eigen kinderen her. Dat ik niet meer zo goed hoorde, heb ik aan de hand van 2 Ereignissen gemerkt. Het ene war in de familie. Und das zweite war im Beruf, wo ich als Dozent unterrichtet habe. Da habe ich Hellraumprojekte gebraucht und da hat der Ventilator drin, der so ein tiefes brummendes Geräusch macht. Und das hat mich gestört, dass ich nachher die Studenten nicht mehr richtig verstanden habe. Also den neuen Hörgerät schätze ich vor allem, dass ich ein Musikprogramm habe, wo ich die höheren Töne vorholen kann, die ich sonst nicht mehr höre. Und eine Bluetooth-Verbindung, wo ich telefonieren kann damit oder auch Fernsehen hören kann. Direkt in den Ohren. Als Hobby spiele ich gerne in einem Orchester mitspielen. Ich spiele Bratsche. Da ist es auch sehr hilfreich, das Hörgerät, indem ich mein Instrument besser wahrnehme, bloß dass ich den Dirigent besser verstehe. Was ich an meinen Hörgeräten sehr schätze, ist, dass sie auch sehr hilfreich sind in lärmiger Umgebung. Wir konnten kürzlich eine goldige Hochzeit feiern, die Frau und ich. Und dann sind wir in ein Restaurant mit der Familie essen, viele Leute. Dann konnte ich Lärmdämmung einstellen. Das war nachher sehr angenehm, viel besser verständlich. Wenn ich von jemandem höre, dass er sich fragt, ob er Hörverlust habe, rate ich dem immer, ganz abklären. Denn wenn du einen Hörverlust hast, der korrigierbar ist, so wirst du staunen, wie viel besser du nachher mit Hörgerät hörst.